So, wir sind zurück in Final Fantasy Tactics. Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, ich hatte es ja beim letzten Mal angekündigt, nach dieser letzten, nennen wir es mal Horrorfolge oder Lernfolge, je nachdem, wie man es sehen will. Ich habe offscreen ein bisschen was gemacht, aber gar nicht mal so viel. Also wenn wir uns mal anschauen, es ist ein bisschen was passiert, aber jetzt auch nicht sehr viel. Also wir haben hier ein paar Level-Ups bekommen und ich habe ein paar Fähigkeiten gelernt. Ne, also wenn wir mal gucken, Remsa hat hier schon Level 5 beim Knappen und so weiter. Und, ach, da unten steht es ja auch, genau, da die Fähigkeiten habe ich ein bisschen aufgewertet. Also wir haben jetzt Auto-Potion. Das heißt, es besteht eine Chance, wenn wir angegriffen werden, dass wir automatisch eine Potion nehmen und das dann wegheilen. Warte mal, kann ich hier... So, use a potion to restore HP und das wird getriggert, wenn man HP verliert, logischerweise. Und dieser Move, der ist abhängig von der Bravery hier oben. Und das sind, soweit ich weiß, mehr oder weniger direkte Prozentwerte. Also wir haben jetzt eine 70-prozentige Chance, dass wir diese Fähigkeit einsetzen, wenn wir getroffen werden. Ja, und das habe ich mal, oder hier halt dann 74, genau. Das habe ich mal so ein bisschen verteilt hier an die ganzen Leute. Du hast es, glaube ich, noch nicht. Und du hast es, doch, du hast es auch schon, okay. Genau, und da habe ich mal so ein bisschen, ja, das genutzt, sage ich mal. Und ja, ich würde ansonsten sagen, dass wir eigentlich direkt in den nächsten Kampf gehen können. Ich hatte mal überlegt, ob wir nicht noch ein bisschen mal schauen, ob wir noch einen Klassenwechsel machen. Ich würde Remsa als Squire erstmal belassen. Aber Hilda könnte man überlegen, was man mit ihr macht. Ich hatte eigentlich gedacht, aus ihr machen wir einen Black Mage oder White Mage. Ich meine, sie ist ja jetzt Chemikerin. Da würde irgendwie White Mage ganz gut passen. Ist halt die Frage, ob sie da schon so viel ja, einsetzen kann. Sie hat hier 146. Also sie könnte Cure einsetzen. Das ist gut und Protect ist auch gut. Das wäre ja schon mal was, dann wären wir ein bisschen geschützt gegen die Angriffe. 50 und 70 würde sogar gehen. Oder wir gehen halt hier diese Route mit ihr und sie macht eher so Angriffszauber. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Hm. Könnten wir denn noch wen anders ansonsten? Weil, also ich glaube, Geralt lassen wir auf jeden Fall als Nahkampfeinheit, weil der hat auch hohe Bravery und so. Der gute Don könnte natürlich vielleicht auch in Richtung Black Knight gehen. Black Mage gehen. Ja, wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Dann lasse ich Remsa und Geralt mal als Nahkampftypen, die einfach nach vorne gehen. Und Hilda, du wirst zu einem White Mage. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Dann müssen wir natürlich nochmal gucken bei den Abilities. Sie hat jetzt White Magic und Fundamentals. Ich glaube, ich würde... Oder Fundaments heißt es ja eigentlich. Ich würde hier, glaube ich, eher die Items geben. Aber man könnte ihr natürlich auch beides geben, ne? Dass sie halt weiße und schwarze Magie benutzt. Ist vielleicht auch nicht blöd, aber... Nee, ich mache jetzt aus ihr mal so... Das ist so der Healer. Was hat sie? Sie kann natürlich jetzt... Wir haben keinen Stab mehr für sie, ne? Aber ja, okay, dann machen wir das so. Und aus dem Don machen wir vielleicht dann den... Den Black Mage. Ist auch süß, dieses Sprite ist halt wie Vivi, ne? Der dann aus Final Fantasy 9. Das kam ja dann etwas später. Genau, du lernst aber natürlich auch erstmal irgendwas, was du einsetzen kannst. Feuer, Thunder und Blizzard. Ja, komm, why not? Und du hast jetzt Black Magics und auch Items. Ich glaube, dir würde ich aber eher Fundaments erstmal geben. So, und dann hier müssen wir natürlich auch nochmal gucken, was bringen wir ihr bei.
Cure, genau, und Protect. Ich glaube, das sind zwei ganz gute Fähigkeiten, die wir erstmal gebrauchen können. So, jetzt brauchen die natürlich noch irgendwie Ausrüstung, ne? Da müssen wir nochmal schauen bei dem Outfitter. Der müsste ja auch Stäbe haben. Genau. Black Mage, das ist so einer für unseren Don. Und das ist dann eher für den White Mage. Okay, ja, das ist doch eigentlich gut. Dann nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwas... Ich habe auch ein paar Potions gekauft. Ne? Wir haben jetzt hier 49, also es sollte erstmal reichen. Und dann rüsten wir das natürlich noch aus. Der Don kriegt... ich komme mal mit den Menüs durcheinander. Das ist immer so verwirrend. Hier, du kriegst den Stab. Und unsere Hilda kriegt den Stab, genau. So, und damit gehen wir dann mal Richtung Kampf. Warum nicht? Ja, vielleicht gibt es hier jetzt noch einen Random Encounter. Können wir ja auch mal gucken. Okay, gibt's nicht. Dann gehen wir rein. Komm, probieren wir es einfach nochmal. Ist jetzt auch die Frage, welche Taktik nehmen wir? Gehen wir wieder hoch? Ich glaube, wir bleiben... Ach, Denise kommt auch... Ach, du bist ja auch da... Nee, du bist nicht dabei. Okay, ich dachte schon. Ich glaube, wir machen das mal so. Wir versuchen mal ein bisschen offensiver zu sein. So. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss, weil das letzte Mal lief das ja wirklich nicht sonderlich gut. Aber ja, ich glaube, es ist ganz gut, mal so ein bisschen die Klassen auch durchzuwechseln und nicht immer ja, bei den gleichen Startklassen zu bleiben. Genau, ihr habt ja auch eben schon gesehen, einige von den Charakteren hatten jetzt auch Move plus 1. Also wir hätten jetzt auch bei den meisten... Bis auf Hilda, bei der habe ich das glaube ich nicht. Aber die meisten haben jetzt einen größeren Bewegungsradius. Das heißt, wir sind hier ein bisschen mobiler unterwegs, was ja auch nicht schlecht ist. Genau, das ist der Vigraf. Ja, ist auf jeden Fall sehr krass, dieser Kampf. Also ich hatte ihn schon noch in Erinnerung, dass der auch so die erste Hürde im Spiel darstellt, aber das hat mich dann doch ein bisschen überrascht letztes Mal. Aber gut, ja, wir versuchen es einfach nochmal. Ich hoffe, die letzte Folge ist... bleibt ein Unikat in dieser Hinsicht. Das muss man nicht nochmal wiederholen. So, Argith, wo gehst du? Du gehst jetzt wieder hinter. Genau, das letzte Mal ist er nach vorne gegangen. Das war auch spannend. So, Drew, genau, die positionieren sich alle da oben. Rikard. Nein, nicht Rikard. Rikard. Und Kaeda. Kaeda. Schießt auf Delita. Ja, anscheinend. Und Leonard. Und Thomas. Gut. Ja, wir können erstmal vielleicht... Also offensiv ja, aber nicht dumm offensiv. wir bleiben erstmal hier. Und genau, ach, ich habe hier auch diese Fähigkeiten alle noch gelernt. Ja, das sind so Ramses Squire-Fähigkeiten. Die sind ja so ein bisschen anders als bei den anderen. Und heißen ja auch Metal und nicht Fundaments. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. So, du kannst, ja, ich glaube auch erstmal hier hinten so ein bisschen bleiben. Ich glaube hier, damit kommen wir noch nicht so weit. Na, jetzt mal gucken, das bringt noch nicht so viel. Kann ich hier die... So kann ich die Kamera wieder drehen.
Ja, dann mach er. Ja, Fokus ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Ja, komm, mach mal Fokus. Und Hilda, du könntest vielleicht dich hier nach oben begeben. Genau, er ist ja noch gar nicht angegriffen. Ah, ja. Wir könnten aber zumindest uns zweimal protecten. Vielleicht ist das gar nicht blöd. Oder zumindest Delita protecten. Gut, jetzt kommt der Zauber wahrscheinlich zu spät, aber... So, und was machst du jetzt? Okay, diesmal geht er wieder hoch, Gott sei Dank. Und er wirft einen Stein, okay, das ist ja auch spannend, und trifft nicht mal. Ja, dann müssen wir uns auch mal langsam überlegen, was wir überhaupt mit den Charakteren so vorhaben, in welche Richtung wir die entwickeln wollen. Wie gesagt, ich hatte da so grob schon Ideen, was ich mit denen machen will. Aber so ganz ausgereift war das auch noch nicht. Da müssen wir nochmal schauen. Und er geht jetzt auf Argith. Okay, ja, das ist, kann er ja gerne tun. Dann würde ich sagen, gehen wir mal frohen Mutes Richtung Kampf. Ja, der Schaden ist halt immer noch eher so mäßig überzeugend, aber es ist auch okay. Ja, 20 ist eigentlich schon in Ordnung. Und bei ihm müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde ihn ein bisschen nach vorne nehmen. Und vielleicht Thunder ist doch bei Regen eine gute Idee eigentlich. Vielleicht auf ihn hier. Guck mal, das würde ihn sogar töten, wenn er den trifft. Ja, geh mal auf die Unit, komm. Man kann nämlich immer auswählen, ob man den Zauber auf die Einheit wirkt oder auf das Feld, auf dem die Einheit steht. Das heißt, wenn sie sich dann bewegt, die Einheit, während der Zauber noch gewirkt wird, dann wirkt es entweder der Zauber geht mit der Einheit mit, sozusagen, oder er bleibt halt auf diesem Feld und wirkt dann da, auch wenn die Einheit da gar nicht mehr steht. Ja, gib ihm mal eine Potion hier. Wenn das geht. Ja. Und ich denke mal, Delita und Argith. Ah ja, sehr gut. Das fulminierende Licht, meine Worte werden zur Zerstörung. Ich rufe dich, Donner. Ist krass, was das für einen Unterschied macht im Vergleich zum letzten Mal, wenn man einfach so ein bisschen gelevelt hat und ein paar neue Fähigkeiten hat. Ich dachte eigentlich, wir werden hier... Auto-Potion würde mir den Popo retten, aber bisher habe ich es noch gar nicht gebraucht. So, was machst du? Du gehst auch wieder runter, okay. Und schießt... Ne, machst gar nichts, okay. Und Leonard geht auch runter. Das ist mutig. So, und er stößt ihn jetzt wahrscheinlich... Ne, diesmal nicht. Schade. Das letzte Mal hat er ihn ja immer runtergeschmissen. Das fand ich immer sehr witzig. Ah, er hat Auto-Potion. Yay! Das ist einfach die beste Fähigkeit. Oh, krass, ja. Also der Schaden der Magier ist immer noch sehr überragend. Ja, ich glaube, wir müssten auf jeden Fall auf den Magier hier drauf gehen. Der macht mir zu viele Sorgen gerade. Ja, ich glaube, wir bleiben einfach mal hier. Und hauen hier schön drauf. Ja, okay. Und dann können wir eigentlich uns schon Richtung... Es sind ja nur noch die beiden hier. Also ich glaube, wir haben das Ding im Sack, wie man so schön sagt.
Okay, das ist zu weit weg. Vielleicht, wenn wir uns hier hinstellen. Ich würde gerne den da oben attackieren. Man weiß halt nie, ob das dann reicht. Das ist immer so ein bisschen... Oder halt hier, ne? Nee, dann machen wir das so. Und wieder auf die Unit. Was machst du denn mal? Du könntest eigentlich hier auf Argith mal curen. Und von mir aus dich auch noch bewegen. Das Protect schon weg. Das ist ja, das ging ja fix. Dann Doggett. So, was macht ihr jetzt? Wahrscheinlich irgendwie... Okay. Ich dachte, er geht jetzt in den Nahkampf mit seinem Bogen, aber da wird er wahrscheinlich nicht viel ausrichten können. Ja, Autopotion ist wirklich ein wörtlicher Lebensretter. Natürlich braucht man dafür viele Potions, aber Potions kosten halt echt nicht so viel. Ich finde, das kann man durchaus machen. Das lohnt sich eigentlich schon. So, wir jagen mal den hier. Das war's für dich. So, und schön von hinten in den Rücken gestochen. Ach, der hat ja noch volle HP. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, greifen wir einfach mal schön im Nahkampf an. Na, guck mal, macht gar nicht so wenig Schaden mit seinem Stab hier. Und du kannst natürlich auch wieder irgendwelche Magic machen, aber ich glaube, wir sind eigentlich... Obwohl, nee, sie soll ja nicht ihn hier heilen. Weil hier heilt sie gar niemanden. Ja, das ist jetzt halt die Sache. Sie hat halt keinen Fokus mehr, ne? Das heißt, sie kann jetzt nicht einfach Fokus benutzen, um dann JP zu bekommen, sondern steht dann hier doof rum und kriegt gar nichts. Deswegen macht sie lieber irgendwas. Auch wenn wir es hier gerade nicht mehr brauchen, aber... Da, siehst du, hat sogar ein Level abgebracht. Das ist doch schön. Ich weiß aber nicht, ob White Mage überhaupt so sinnvoll ist, wenn ich genauer drüber nachdenke. Weil eigentlich finde ich den Chemiker völlig ausreichend so, wenn die halt irgendwie Items rumwerfen. Und White Mage hat so ein paar Fähigkeiten, die vielleicht nicht schlecht sind. Ne, wir haben dieses Holy gesehen, also ein heiliger Angriff. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir uns überlegen, ob wir... Also Ramsa bleibt auf jeden Fall Nahkämpfer und Geralt auch. Das habe ich ja eben schon mal so gesagt. So, wir sind durch, ne? Cool. Guck mal, das ging ja jetzt wie durch Butter hier. Überhaupt kein Problem. Und wir kriegen sogar mal ein Iron Sword und eine Robe. Aus Hemden, was ist das so? Hanf? Leinen? Auf jeden Fall nichts besonders Starkes, nehme ich mal an. Argith. Wir wissen, dass du zu der Brigade gehörst. Es macht keinen Sinn, das zu verstecken. Also raus mit der Sprache. Was hast du mit dem Marquis gemacht? Wo haltet ihr ihn fest? Du warst doch bei dem Kommandanten Vigraf, als wir euch gefunden haben. Wo ist er hin?
Vielleicht würde eine kleine Schlägerei deine Zunge lösen. Eieiei, eine Tritte ihm ins Gesicht. Genug, Argeth. Hör mir gut zu. Ist eine große Armee, die den Orden in ihren Reihen hat, plant eine Kampagne, die jeden von dieser verräterischen Brigade zur Rechenschaft ziehen wird. Du wirst sterben, du wirst gejagt werden und wie das Schwein, das du bist, gejagt und geschlachtet werden, denn das ist die Belohnung für solche Verdorbenheit oder für solche Schurkerei. Aber du Schwein, hast Glück. Sag uns, was wir gerne wissen würden, und du kannst vielleicht deinen Bacon retten, also du kannst vielleicht deinen Hintern retten. Also, wo ist Vigraf? Woher zur Hölle soll ich das wissen? Und noch ein Tritt. Eieiei. Ich werde deine verdorbene Zunge nicht länger ertragen, du Schurke. Lerne sie zu zügeln, sonst muss ich sie dir aus deiner Kehle schneiden. Argeth, Digga. Ich bin kein Schurke. Erzähl das den Männern, die du ausgeraubt hast. Ihr Adligen seid alle gleich. Ihr denkt, jeder, der außerhalb eines Schlosses geboren wurde, ist weniger wert als ein Mensch. Wir haben für dieses Königreich gekämpft und unser Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Aber als der Krieg vorbei war, habt ihr uns auf die Straße geworfen. Was denkst du, macht euch so besonders? Eure Geburt? Euer Blut? Was für einen Unterschied macht das? Ihr nehmt Menschen als Geiseln und dann hast du die Chuzpe zu fragen, was der Unterschied zwischen uns ist? Nein, die Festnahme des Marquis war nicht Vigrafs Plan. Wir würden niemals jemanden als Geisel nehmen, für Schutzgeld. Dann also wer? Jemand hat doch den Marquis Elmdor de Limberry gekidnappt. Sprich, wenn nicht du, auf wen würdest du diese Tat schieben? Wenn du es nicht warst, auf wen würdest du es dann schieben? Es war Gustav. Wer ist Gustav? Gustav Margriff, Leutnant der Toten Männer. Oder, ja, Leutnant-Kommandant der Toten Männer. Also die Leichenbrigade hat dieses, steckt hinter der Geiselnahme. Nein, wir sind nicht wie Gustav. Wir kämpfen, um den Adel den Abgrund zu stürzen, nicht um zum Adel selber zu werden. Wir wollen als gleichwertig behandelt werden, als Männer von Ehre, was wir auch sind. Oh Gott, ey. Was wisst Maden wie ihr schon von Ehre? Es reicht, Argeth. Also, wo ist dieser Gustav? Er ist im Unterschlupf der Sandratten. Sandratten? Oder der Sandratte? Oh. Ihr seid nicht aus Gallium. Kleines Wunder, dass du noch nie davon gehört hast. Sandratten sind einzigartig in der Wüste von Seclaus, nicht in Dorta. Nee, im Norden von Dorta. Gibt es irgendwelche Dörfer zwischen hier und der Wüste? Dörfer? Nein, jedenfalls nicht mehr. Aber die Männer der Wüste hatten einst eine Siedlung am äußeren Rand und die Ruinen stehen noch immer. Dann müssen wir dahin, um Gustav und den Marquis zu finden. Ja, sieht so aus. Wie kannst du da so sicher sein? Ein Unterschlupf ist ja die Behausung einer Sandratte, ihr Zuhause. Ach, Argeth, du bist ein ziemlich brutaler und auch nicht so smarter Typ.
So, und hier geht's weiter in den The Klaus Desert. Ja, was können wir denn hier in Dorta eigentlich machen? Da können wir auch mal in die Taverne gehen. Kleines Bierchen schnippen, aber hier ist auch nichts Neues. Beim Outfitter noch mal gucken. Oh, hier kriegen wir mal ein Schild. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Davon hätte ich gern mal so zumindest zwei. Hier ist nichts Neues, hier ist nichts Neues, hier auch nicht. Ja, ein paar Potions haben wir eben verbraucht. Da können wir aufstocken, aber so wichtig ist das auch nicht. Lass mal schauen. Was wollen wir denn mal machen? Also, Ramsa ist ja, was seine Klasse angeht, also hier den Squire, eigentlich gut durch. Also er hat hier so ziemlich alles gelernt, ne? Er hat auf jeden Fall den JP-Boost, das ist cool. Und den Rest und Move, genau, ist auch nicht schlecht. Und den Rest brauche ich eigentlich nicht. Weil wir können ja jetzt noch Counter-Tackle lernen, aber im Prinzip müssen wir uns mal überlegen, was wir mit Ramsa machen. Ja, wir könnten ihn natürlich in einen Ritter verwandeln. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Die Frage ist nur, haben wir Ausrüstung für ihn, wenn er Ritter wäre? Also können wir mal schauen. Ramsa. Da ist der Ritter. Und. Ah ja, er hat jetzt das Schwert und das Escutcheon. Und diese Hempen Robe, weil ich glaube, die. Genau, das hier kann Ritter nämlich gar nicht tragen. Aber das schon, das ist natürlich cool. Und das neue Schwert, was wir bekommen haben, auch. Und das neue Schild auch. Ja, nett. Was machen wir dann mit dir? Dann würde ich bei ihm eigentlich gerne mal so ein bisschen in Richtung hier Archer gehen. Und dann vielleicht Dieb, aber die Sache ist halt, wir haben keinen Bogen gerade. Das heißt, er könnte gar nicht angreifen. Das ergibt also noch nicht so viel Sinn. Vielleicht bleibt er deswegen erstmal Squire weiterhin. Ich meine, er kann hier noch so ein paar Sachen lernen. Counter-Tackle. Ja, Salve ist halt auch so ein Heilspruch. Das ist vielleicht gar nicht blöd. Dann bleibt er erstmal weiterhin Squire. Kannst du noch was lernen? Du könntest hier nochmal. Nee, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, ich glaube, Squire ist im Prinzip mehr oder weniger durch. Und hier bei Black Mage, das reicht noch nicht für einen neuen Zauber, ne? Genau. Und die gute Hilda, da könnten wir bei Squire noch dieses Move plus 1 lernen. Ja, das ist nicht verkehrt. Und hier, mal schauen, ob wir da schon. Wir könnten Shell, also gegen Zauber, uns verteidigen, ist auch nicht so verkehrt. Holy ist halt auch krass. Aber 600 JP sind natürlich auch übel. Regeneration ist cool, Re-Raise ist cool. Alles eigentlich nicht so schlecht, aber ich glaube, ich spare erstmal auf sowas wie Kura. Und bei ihr natürlich noch Assign Move plus 1. Genau, dann hat sie das auch. Ja, dann bleibt sie erstmal ein bisschen White Mage, würde ich sagen. Und der Don bleibt ein bisschen Black Mage. Du bleibst Squire, ich bin jetzt Knight. Achso, kannst du dann vielleicht das Schild anlegen? Nee, kannst du nicht. Okay, aber das Schwert könnte er anlegen. Aber gut, brauchen wir gerade für Ramsa. Gut. Dann direkt mal speichern. Das lief doch jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, Ramsay in die Mitte, Geralt daneben. You cannot assign more units. Oh, wir haben nur. Achso, wir haben zwei Squads jetzt, oder wie? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so.
Das ist ja... Stimmt, das gab's ja auch. So und so. Dann haben wir immer einen Nahkämpfer und einen Magier. Und sind im Unterschlupf der Sandratte eigentlich, ne? Wenn es das Apostroph vor dem S ist, ist es ja eigentlich Singular. Aber gut. Dann hast du es schon gehört über den Orden. Die haben wirklich vor, uns hier zu treffen. Also uns anzugreifen. Ja, habe ich gehört. Also was wird dann aus uns? Ich würde sagen, wir vergessen die ganze Sache und fliehen. Es gibt nichts zu holen in der Sache hier. Ja, da stimme ich zu. Wenn wir Vigraf folgen, wird er uns nur in unsere Gräber führen. Ja, so viel ist doch klar. Gütig seien die Götter. Gustavs Lösegeldforderung des Marquis wird unsere Portemonnaies genug füllen, damit wir für ein ganzes Leben ja gut ausgestattet sind. Ah ne, damit wir dieses Leben aufgeben können und ja fliehen können. Der Orden, sie sind hier. Wir müssen diesen Stützpunkt ja auslöschen, bevor sie den Alarm auslösen können. Ja, also nicht auslöschen, aber wir müssen... Ja, eigentlich ja schon. Wir müssen sie halt alle töten. Wir müssen sie alle töten. So, wir sehen hier schon zwei Öffnungen in dieser kleinen Behausung. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt auch von zwei Fronten angreifen, aber ich denke mal schon. Telita hat ja auch so ein bisschen schon die Entscheidung für uns getroffen. So, und Argus, der Bogenschütze, geht natürlich direkt in den Nahkampf. Oh, und er macht hier den Bronzehelm kaputt. War nicht schlecht. Oh, 35 Schaden, das ist aber auch echt übel. Aber guck mal, sie teilen sich anscheinend nicht auf. Ne, die gehen einfach direkt... Ja, vier auf der einen Seite und einer auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch spannend. Aber Nox geht jetzt auf die Lita wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, ich glaube, unseren Schwarzmagier schicken wir dann mal hier in die Richtung. Und gucken mal, was wir hier so reißen können. Das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Wenn er hier die beiden treffen kann... Ja, mach das mal. Und Ramser müsste vielleicht ihn erstmal unterstützen und kommt dann so von hinten rein oder so. Müssen wir mal gucken. Ramser, der Ritter, jetzt schon. Ja, okay, der Schaden ist schon ordentlich. Was macht sie? Vielleicht eher hier nach oben gehen. Und er könnte wieder so ein bisschen protecten, ne? Dann vielleicht hier? Ne, hier wird Argus. Aber hier würden wir den anderen treffen, das will ich ja auch nicht. Vielleicht hier so? Ja, das ist eigentlich gut. Macht es mal. Weil dann können er, genau, wenn er jetzt hier hingeht, dann müsste er von Protect auch noch getroffen werden. Das ist eigentlich gut. Ach, guck mal, wie smart. So. Okay, er krittet, aber nur für 26 Schaden. Jetzt kommt schon... Zerschlage die Steine und verschlinge die Leichen. Erwache... Und urteile, wie du es befiehlst. Feuer! Muss ich jetzt auch nicht jedes Mal übersetzen, aber es ist irgendwie ganz cool, dass er diese Sprüche hat. Oh, flickerndes Licht. Beschütze diese Seelen. Protect!
Sehr gut. Kommt für Argus vielleicht ein bisschen spät, weil er ja schon ordentlich Schaden genommen hat, aber... So, was macht er? Ah, er schießt über die Mauer. Oh, das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Okay, der Monk kann nicht viel machen. Ja, die werden jetzt alle hier nach außen sich begeben, oder auch nicht, okay. So, das war's für dich, Kollege. Argus nur noch 28, ja, es ist echt nicht so viel. Argus sollte mal eine Potion nehmen oder vielleicht Auto-Potion lernen oder so. Und jetzt lässt er uns hier im Regen stehen. Blizzard können wir natürlich auch mal machen. Wenn wir das hier so machen, ja. Gucken wir mal. Ansonsten, ja, warte einfach. Und jetzt würde ich Ramsa, genau, Ramsa kommt hier von hinten. Da zu der Party. Ach, wir haben jetzt Arts of War. Ach so, und Items, okay. Herr Ramsa hat jetzt nicht mehr Metal. Das müsste ich ihm dann wieder zuordnen, das werde ich dann noch machen. Weil das bei Arts of War kann ich nicht austauschen, weil er ist ja jetzt Ritter, das ist halt so sein Ding. Aber... ja, Potion geht ja auch. Aber Items würde ich dann, glaube ich, austauschen gegen Metal. So, kannst du vielleicht Cure wirken auf den Guten? Und du kannst vielleicht hier schon mal... Ja, oder halt hier dann so. Schön in den Rücken hinein. So, ja, das ist doch ganz gut. Ja, hier, ne? Wind, neue Stärke und so. You get the point. Ja, das habe ich befürchtet. Aber er hat die Auto-Potion. Sehr gut. So, der hat nun auch nur noch 16. Ist auch nicht mehr so viel. Geht natürlich jetzt auf Hilda. Auch nicht überraschend. Aber auch sie hat die Auto-Potion. Ich fühle mich immer wie so ein Sportkommentator hier. Und Jean macht einen ganz hinterhältigen Angriff auf Geralt. Aber Geralt zückt im letzten Moment die Autopotion und wehrt den Angriff einfach ab. Aber da haben sie nicht mit Grimbald gerechnet, der den Rückzug ja, wenn ich reden könnte, wäre es natürlich besser, ne? So, Don Doggott. Don Doggott. Was ist dein nächster Angriff? Gut, wir haben den Typen hier oben mit 16. Ich hoffe, da kümmert sich dann Argus drum. Wir haben dich hier noch mit vollen HP. Wir haben dich mit auch relativ viel noch. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwo anders hingehen. Und vielleicht auf den hier. Ich meine, der Schaden ist nicht krass, aber... Aber auch nicht so kacke. Dann heilen wir ihn, ja, komm. Und auf jeden Fall moven, dann, damit uns der Ritter da nicht direkt angreifen kann, ohne sich überhaupt dafür zu bewegen. So, was macht der Lita jetzt? Okay, er geht auch weiter rein und wirft ein Steinchen oder so, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Trifft natürlich nicht Argus. Was? Ach, er macht genau einen Schaden zu wenig. Na okay, das hat eh nicht gereicht. So, und Ramsa wird jetzt hoffentlich hier den Gnadenstoß erteilen. Ja, 42, das ist... Das Eisenschwert haut jetzt richtig gut rein hier. Ja, den da oben kriege ich leider nicht. Ich könnte den Stein werfen, aber... Und hier
würde ich auch nicht hingehen, ne, neben den Monk, weil der wird gleich von dem Zauber getroffen. Und dann wird Geralt auch getroffen, das wollen wir natürlich nicht. Von daher, auch wenn wir nicht so viel Schaden machen, weiter auf den Typen hier. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Okay, Protect ist jetzt leider nicht mehr aktiv, aber ist, denke ich mal, in Ordnung. Oh ja, ey, die hauen auch, ey, die hauen schon rein. So ist es nicht. Ja, jetzt gehen sie natürlich alle auf Geralt und bringen ihn wahrscheinlich um. Aber noch steht er, zückt seine Potions und ist überhaupt nicht begeistert. Ja, Argith, bitte, töte den Ritter da. Dankeschön. Oh, wir haben bald keine MP mehr. Ich glaube, Thunder ist so der einzige Zauber, den ich noch nicht gemacht habe in dem Kampf. Vielleicht mal hier hin. Und du versuchst mal Cure auf Geralt. Ja, ist natürlich schwierig, weil wir mit Cure auch den Monk da treffen würden. Und hier kommen wir leider nicht an Geralt ran. Ja, wenn wir hier Cure wirken, ne, dann wird er auch getroffen. Das will ich natürlich auch nicht. Nee, dann geh mal ein bisschen näher an ihn ran. Vielleicht hier so, damit wir auch treffen. Und dann werfen wir ihm ein Item zu. Was? Der ist nicht in Range? Echt? Sie kann von hier nicht darunter werfen? Das ist richtig schwach. Ja, ein Protect bringt aber auch nichts. Es trifft ihn nämlich auch nicht oder es trifft auch den anderen. Ja, dann protecte dich selbst. Auch wenn es echt nichts bringt. Aber gut. So, wo kommen wir hier hin? Wir kommen auf jeden Fall hier hin. Wir könnten ihm eine Potion zuwerfen. Oder ihn hier. Ja, dann machen wir das. Und werden abgewehrt. Schade. Er könnte mal hier hingehen. Kommt denn endlich der Zauber, Alter? Ja, dankeschön. Geht doch. Ja, ich sag mal, den Kampf haben wir auch im Sack. Wüsste nicht, was hier jetzt noch groß schief gehen sollte. Auch wenn Geralt jetzt stirbt, aber... Wie hat er noch? 34. Kann ich ihm schön mit dem Stab eins von oben auf den Kopf geben? Nee, leider nicht. Schade. Aber das ist eigentlich ganz cool, dass Argith hier die ganze Zeit irgendwelche Rüstungsteile zerstört. Das hilft auf jeden Fall. Ja, sie könnte mal... Ach nee, sie kann gar nichts mehr. Hat kein MP mehr. Ja, dann hau auch mal mit deinem Stab zu. Guck mal, 18 Schaden. Ey, Hilda, ne? Ich dachte, Hilda ist so eine richtige Walküre einfach. Die ballert hier einfach drauf. Nahkampf, Fernkampf, Magie, völlig egal. Hilda ruled einfach.
Delete. Jetzt kommen wir nicht mit Potion. Mach hier. Mach Angriff. Nox und Morris sind halt weg. Ja, dann hol dir mal die Truhe, würde ich sagen. Eine Seidenrobe, okay. Gut, wir könnten hier. Hä? Okay. Ich konnte den jetzt angreifen, aber nicht wirklich. So, was kannst du mal. Ach, du hast jetzt auch keine mehr. Dann geh mal hier runter, hol dein Stäbchen raus und lang zu. Und Argus wird es jetzt wahrscheinlich beenden. Ja. Ja, das war cool, oder? Das ging doch echt ganz gut. Und fand ich auch cool, dass es hier diesen Zwist gibt, in dieser Gruppe, der hier so dargestellt wurde. Dass es halt unter dieser Corps Brigade irgendwie auch unterschiedliche, ja, Ideologien gibt und Leute wie Gustav, die halt anscheinend auch vor Geiselnahme nicht zurückschrecken, aber dann anscheinend auch Leute wie Vigraf, denen das zu weit geht. Zumindest habe ich es jetzt so verstanden. Finde ich auch ganz cool. Ja, diese Sandratten, es hat ganz schön gedauert, würde ich jetzt mal so übersetzen, die zu besiegen. Es ist gut, dass keine anderen uns hier gefunden haben, während wir hier verweilten. Also, dass sie uns hier alleine gelassen haben. Dun, 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 dun. Ein paar High Potion Blind Knife. Aha, okay. Also ein. Ja, ein Messer, um Gegner zu erblinden. Na, und Vigraf hat ihn anscheinend gefunden. Du hast jedweden Sinn verloren, Gustav. Habe ich das? Was für eine Hoffnung. Oder was erhoffst du dir von deiner dämlichen Revolution? Träume können nicht den Magen eines Mannes füllen. Oder das Bett erweichen, auf dem er schläft. Will ich es mal so ganz poetisch übersetzen. Du siehst nichts, was über das Ende deiner eigenen Nase hinausgeht. Die Krone ist vom Weg abgekommen, Gustav. Sie muss wieder zurück auf den rechten Pfad geführt werden. Und du glaubst, dass du derjenige bist, der dazu auserkoren ist? Du bist nur ein weiterer Trottel, Vigraf. Oder ein Narr. Hast du jetzt genug gesprochen? Dann sind wir hier fertig. Oh, und schaut mal, wen wir da rechts auf dem Boden liegen sehen. Den haben wir ja schon mal in den Chroniken gesehen. Das müsste dann der Marquis sein. Der mit den silbernen Haaren. Der Silver Demon. Vigraf! Der Marquis? Oh. Nicht keinen Schritt weiter. Wie kannst du es wagen, mich zu bedrohen? Bleib stehen, Argus. Oder beruhig dich. Der Marquis ist nicht verletzt. Ihr habt meine Erlaubnis, ihn nach Egros mitzunehmen. Warum lässt du ihn gehen? Die Entführung des Marquis war eine dumme Idee. Solche Craven ist so, wenn man so feige, ne? Solche feigen Methoden dienen nicht unseren Zielen. Lasst mich frei und ich werde den Marquis euch übergeben. Ein fairer Deal. Du machst dich lustig über uns. Du bist in keiner Position, irgendwie zu verhandeln. Genug, Argus. Er spricht die Wahrheit. Uiuiui. Ganz ruhig. Äh.
Lass ihn gehen, Argath. Warum hältst du mich zurück? Die Leichenbrigade ist, die ist sowieso am Ende. Es gibt keinen Grund, hier noch einen Streit zu beginnen. Dem Marquis geht es gut. Er ist schwach, aber er scheint wirklich unverletzt zu sein. Wir müssen ihn zurück nach Egros bringen. Das ist ja nochmal gut ausgegangen. Also ja, sehr spannend. Gustav ist so der Renegade innerhalb dieser Brigade gewesen und hat so seine eigenen Ziele verfolgt und wurde dann von Wigraf zurückgewiesen und aufgehalten. Weil es scheint so, als würde Wigraf eher so die Aristokratie reformieren wollen. Und Gustav wollte sie wollte sie anscheinend komplett dem Erdboden gleich machen. Und keine Gefangenen nehmen. Oder halt schon Gefangene nehmen, aber halt auch so Lösegeldforderungen stellen und vor nichts zurückschrecken, so wenn man so will, hatte ich so den Eindruck. Genau, auch nichts Neues. Das fand ich aber auch ganz süß eigentlich, wie Ramsa da so steht an der Kneipe und da hast du dann diese Kellnerin und da ist schon der Nächste, der sein am Tisch, der Typ, der irgendwie schon 13 Flaschen getrunken hat und sein Glas erhebt. Ich nehme noch eine Runde! So, dann... Oh, wir haben neuen Shit. Oh, wir haben richtig schöne neue Sachen hier. Ich glaube, Potions können wir erstmal jetzt verbrauchen. Shoulder Cape. Okay, macht so ein bisschen Evade, also 10% wahrscheinlich dann. Möglichkeit, dass man ausweicht. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Fitting direkt. Dann können wir es ja direkt... eigentlich, ja, benutzen. Genau, Hempen Rope, okay, das ist das Beste, was er hat. Er hat hier den Buckler, der ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Dann nehmen wir doch den. Und vielleicht das Cape. Ja, wir verlieren zwar Move, aber wir würden Evade... Okay, vielleicht lassen wir Ramsa einfach die Battle Boots... Ja. Nehmen wir. Dann Geralt. Hier ist nichts für dich. Und hier dann wahrscheinlich auch nichts, ne? Genau. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich meine, wir haben das Geld, also warum nicht? Leather Plate. Ja. Und hier. Komm. Gönn dir mal was. Du hast es verdient. Dann der gute Don. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, diese Rods. Ich glaube, der verstärkt dann einfach den entsprechenden Zauber. Also, ne, der hier verstärkt dann den Blitz und der das Eis und hier Feuer. Ich würde sagen, dann nehmen wir nehmen mal den Thunder Rod. So, du kriegst auch den neuesten heißen Scheiß. Ich weiß, es ist sehr teuer, aber... Ach, warum nicht? Wofür haben wir das Geld? Und natürlich du auch noch hier dein White Staff. Ja. Nimm und hab, werd glücklich damit. Oh, sie können doch diese Robe hier nehmen. Oh, das ist gar nicht schlecht. So, warte mal, da will ich noch mal kurz gucken. Kann der diese Robe auch nehmen? Er kann sie auch nehmen. Ah, dann habe ich das Falsche gekauft für ihn. Oder, warte mal. Put back. Ja. Aber, warte mal. Also, bevor wir irgendwas machen, ich würde auf jeden Fall noch ein Ice Rod kaufen. Falls wir das mal irgendwann brauchen. Und dann können wir ja vielleicht das einfach austauschen, dass er die Robe hier kriegt von Ramsa und Ramsa dann diese Lederplatte einfach nimmt, falls das geht. Ach, wir haben ja auch die noch, stimmt. Die habe ich ja eben bekommen, vielleicht brauchen wir ja doch gar nichts.
Okay, ja, dann nimmt. Ja, dann machen wir das so. Ramsay, du kriegst dieses seidene Robe. Und der Don kriegt. Wo ist's? Hier die Hempen Robe. Ja, genau. Weil MP ist auf jeden Fall wichtiger für ihn. Wir können auch bei ihr nochmal gucken, ob sie jetzt. Aber. Ja, wir können auch immer Optimize machen, das ist eigentlich einfacher. Aber ich werde sie jetzt einfach mal ignorieren. So, dann bei Abilities nochmal schauen. Haben wir hier irgendwas Spannendes bekommen? Archer haben wir jetzt auch ein paar JP, wahrscheinlich wegen Argus, weil der da ja als Archer unterwegs war. Kura, ja, das finde ich gut. Achso, ja, bevor ich es vergesse, würde ich unserem guten Ramsay statt Items lieber hier dieses Metal geben. Und dann mal gucken, was könnte er noch lernen? Wahrscheinlich nicht so viel. Er ist gerade Knight. Das ist alles zu teuer. Ich finde Knight halt auch nicht so spannend. Also diese Rant-Sachen hier, dass man eben Ausrüstung zerstört vom Gegner oder eben bestimmte Attribute verringert. Ist zwar nett, habe ich aber das letzte Mal auch so gar nicht benutzt irgendwie. Aber man braucht Knight als Voraussetzung für andere Klassen. Vor allem für den Mönch. Und Mönch ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich würde mit Ramsay, ich habe hier auch mir so eine Liste gemacht mit den Jobs. Da gucke ich jetzt mal kurz rein. Ich würde mit Ramsay auch gerne Mönch werden. Aber mit unserem zweiten Typen, also hier mit Geralt, würde ich glaube ich auch gerne Mönch werden. Vielleicht wäre es für ihn an der Zeit, auch jetzt erstmal Ritter zu werden? Weil hier, ja, hier gibt es halt nichts mehr für ihn, also. Ja, wir können das ihm hier noch beibringen und so, aber es ist halt eigentlich Quatsch. Also eigentlich hat er das auch hinter sich. Ich glaube, wir machen das mal. Wir geben ihm mal. Hätte ich vielleicht eben schon machen sollen, bevor ich die ganze Ausrüstung ändere. Wir geben ihm mal den Ritter. Bei ihm ändert sich auch das Sprite. Das ist ja ganz cool. Und guck mal, was hat er jetzt? Er hat das Broadsword und Escutcheon. Genau, Buckler haben wir ja nur einen. Für einen hat Ramsay und wir haben auch nur ein Eisenschwert. Aber hier hat er gar nichts mehr. Ah ja, er könnte diese Hempen Rope benutzen, aber das hier zum Beispiel nicht. Das ist schade. Ja, also ich würde ihm schon nochmal was kaufen, weil man sieht ja da oben, in diesem Spiel ist es halt so, dass die HP und MP eigentlich fast komplett von der Ausrüstung abhängig sind. Und das macht schon einen krassen Unterschied, ob man jetzt irgendwie 10 HP mehr oder weniger hat. Von daher sollte er auf jeden Fall hier was bekommen. Jo. Ja, machen wir so. Komm. Ich finde, da haben wir unsere Ersparnisse gut genutzt. Und auf jeden Fall bin ich schon jetzt sehr zufrieden, was wir hier so geschafft haben bisher. Ja. Gucken wir mal, ob es auch so weitergeht. Ich hoffe es. Ah ja, hier sind jetzt auch neue Sachen. Ah, okay. Also das scheint dann überall gleich zu sein. Sozusagen. Das ist gut. Wusste ich nämlich auch nicht mehr, ob das so ist. Das heißt, wir kriegen überall denselben Quatsch. Naja. Zumindest in diesen beiden war es jetzt so. Und wir sind zurück zu Hause und kriegen wahrscheinlich den Popo versohlt von Dice Dark oder so. Weil wir ja eigentlich unseren Posten verlassen haben. Wir sollten ja eigentlich hier auf das Schloss aufpassen. Und sind jetzt hier auf so eine abenteuerliche Rettungsmission gegangen. Ja.
Welcher Wahnsinn hat von dir Besitz ergriffen, dass du deinen Wachposten zurücklässt, um in dieser Wüste rumzutrampeln? Ruhe oder Schweigen ist nicht die Antwort, die ich suche. Sprich und mach schnell. Ich habe Ramsa dazu gedrängt oder dazu gezwungen zu gehen. War das wirklich so, Ramsa? Delita hat dein besseres Urteil oder ja, hat dich zweifeln lassen oder hatte dein besseres Urteil ins Gegenteil verkehrt oder was auch immer. Nein, ich habe selber gewählt, dass ich gehen sollte. Die Schuld liegt nicht bei ihm. Ramsa ist ja, seine Adeligkeit zwingt ihn dazu, mich in Schutz zu nehmen, mein Lord, mein Herr. Es ist nicht so, wie er. Du musst ihn nicht anlügen, nur um mich zu schützen, Delita. Ich war es, der die Wahl getroffen hat, die Befehle zu ignorieren. Kann ich dir eine Frage stellen, Ramsa? Das ist doch schon eine Frage, Bruder. Was denkst du, was bringen denn die Gesetze, wenn sogar die, die die Gesetze erlassen, sich nicht daran halten? Es ist die Aufgabe eines Ritters, oder die einzige Aufgabe eines Ritters, sich an die Regeln zu halten. Und es ist unsere Pflicht als Beowulfs, ein gutes oder mit gutem Beispiel voranzugehen. Ist es dein Wunsch, deinen Namen aufzugeben? Oder willst du diesen Namen mit durch den Schmutz ziehen? Uiuiui. Vergib mir, ehrenwerter Bruder. Ich glaube, du hast deinen Punkt gemacht. Ich glaube, du hast dein Argument vorgebracht. Oder nicht, Dystark? Oh shit, wir haben hohen Besuch. Ja. Du darfst nicht vergessen, oder du solltest nicht nur danach fragen, wie etwas passiert ist, sondern auch was passiert ist. Ihre Rettung des Marquis war keine Kleinigkeit. Es ist doch ganz typisch für die Jungen, so unvernünftig zu sein oder so ungeduldig zu sein, um große Dinge zu erreichen. Wir waren einmal nicht ganz unähnlich. Ihr müsst sie nicht in Schutz nehmen, euer Gnaden. Sie müssen Integrität lernen. Also, du bist der jüngere Bruder von Lord Dystark. Steh auf, Sohn von Galeom. Erhebe dich. In der Tat, du bist das Antlitz von Barbaneth. Sein Feuer brennt in deinen Augen, das kann ich sehen. So viel Stärke und Vitalität wäre wirklich verschwendet auf den Schlossmauern. Ah, wir kriegen also ein bisschen Backup hier. Ja, unser Zug gegen die Leichenbrigade kommt langsam zum Ende. Ich werde dir erlauben, uns in der finalen Phase zu unterstützen. Es wird eine Anzahl an koordinierten Angriffen auf ihre Unterschlüpfe geben und du wirst einen solchen Angriff leiten. Sehr wohl, Herr Bruder. Und alle so demütig und unterwürfig. Entschuldigt bitte, euer Gnaden. Du hast nichts damit zu tun gehabt, Dystark. In Wirklichkeit zeigt es doch nur, mit was für einer Art Mann wir es hier zu tun haben, also mit Gustav. Eine Planänderung war unausweichlich, als dieser Trottel auf einmal die Geiselnahme innerhalb unserer eigenen Grenzen geplant hat. Und lass uns nicht vergessen, sie haben das Leben des Marquis gerettet. Er wird nun, also seine Ehre wird ihn nun dazu binden, ja, das zu vergelten in irgendeiner Form.
Im Ende hat dein Bruder oder haben die Taten deines Bruders dafür gesorgt, dass wir in einer sehr vorteilhaften Position sind. Das Leben des Königs hängt an einem Faden. Wir müssen jetzt schnell handeln. In der Tat, mein Freund, ich vertraue darauf, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Mhm. Scheint so, als hätten sie irgendwie eine Beziehung zu Gustav gehabt, der entweder entgegen ihrer Befehle gehandelt hat oder dass sie mehr oder weniger selber auch für diese Geiselnahme verantwortlich sind. Was ja auch ganz spannend ist. Wahrscheinlich, um irgendwie Unruhe zu stiften, weil unser guter Herr Lark, also der, den wir eben gesehen haben, der Fürst, ja wahrscheinlich eigene Ambitionen auf den Thron hat oder halt die Situation gerade ausnutzen will, dass der König im Sterben liegt oder dass er halt der Krankheit erliegen ist. Und wir ihm jetzt so ein bisschen in die Suppe gespuckt haben, aber er ja natürlich auch sieht, wir haben ja durch diese Lebensrettung den Marquis so ein bisschen in die Schuld gebracht, dass er ihm jetzt Dankbarkeit schuldet und uns Dankbarkeit schuldet und man kann das natürlich auch irgendwie nutzen. Ja. So würde ich es jetzt interpretieren, also. Ja. Er hat ja auch das Wort staged gesagt, benutzt, um halt diese Entführung zu bezeichnen. Weiß nicht, vielleicht, wir werden dazu bestimmt später noch mehr erfahren. So, wir haben Geralt hat natürlich jetzt auch ein neues Sprite als Ritter, also auch ein neues Profilbild sozusagen, nicht hier nur den Sprite als Männchen. Ja, das ist doch ein gutes Team. Zwei Ritter, ein Schwarzmagier, eine Weißmagierin. Ich denke, das kann man erstmal so machen. Meluda, sie ist auch ein cooler Charakter. Unser Kontakt mit der Brigade ist abgebrochen und ich glaube, wir sind vielleicht auch verloren. Wie kannst du sowas sagen? Der Kampf ist doch hat noch nicht mal begonnen. Wir können uns nicht der Verzweiflung hingeben. Nicht bis die Adligen Schuldigkeit getan haben für alles, was sie falsch gemacht haben. Alles, was sie verbrochen haben. So hätte es nicht sein dürfen. Mein Bruder war zu sanft, zu unentschlossen. Der Feind! Ihr Bruder war zu sanft. Wer könnte denn dieser Bruder gewesen sein, der jetzt nicht mehr anscheinend unter den Lebenden wandelt? Ich schulde euch Dankbarkeit für die Rettung des Marquis. Ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, es zurückzuzahlen, auch nur ein bisschen, indem ich euch hierbei helfe. Er spricht mit uns, nicht mit den anderen. Ich dachte schon, was meint er? Weil er so nach vorne geschaut hat, dann schau mich doch an, Argus, wenn du mit mir sprichst. Ja, besiege Meluda. Das werden wir versuchen. Oh, warte mal, habe ich jetzt eigentlich... Muss ich mal überlegen, ich habe jetzt keinen dieser neuen Stäbe ausgerüstet für Geralt, oder? Aber das wäre ja eigentlich smart gewesen. Aber sie ist auch Level 7, das ist schon... Vielleicht hätten wir noch ein bisschen leveln sollen. Also wir sind auch Level 7, aber... wir wollen ja eigentlich keinen fairen Kampf, sondern wir wollen sie alle overpowern. Ja, sie ist Level 5, okay. Miles. Okay. Er kriegt aber auch schön einen zurück in die Schnauze und round. Okay. Da ist ganz schön viel los.
So, endlich dürfen wir auch mal was machen. Ja, der hier ist ja schon gut angeschlagen. Vielleicht können wir ihm schon den... Nein, können wir leider nicht. Noch gibt es keinen Todesstoß. Ja, immer erstmal auf die Magier gehen. Und sie ist ja auf jeden Fall... Oh, 54 Schaden, nicht schlecht. Ist halt die Frage, was hat sie gemacht? Ne? Sie hat jetzt wahrscheinlich irgendeinen Zauber auf einen von uns gewirkt. Ich weiß es leider nicht. Mal gucken, ob wir... Na, so richtig was Gutes können wir hier noch nicht verrichten, habe ich so den Eindruck, weil die hier auch alle noch zu nah beieinander stehen. Na, hier würden wir die treffen, hier würden wir Argus treffen. Ja, nee. Dann mach mal... Können wir einen Stein werfen vielleicht? Trifft der? Der würde treffen. Ja, komm, wirf einen Stein. Klatsch! Das reicht! Der gute alte Stein. Braucht schon wer Heilung. Der Lita wurde ein bisschen... Nö, ansonsten ist erstmal alles gut soweit. Vielleicht... Protect of Argith? Oder hier so? Ne, hier auf Argith? Ja. Machen wir mal. Und bewegen uns dann auch mal nach vorn. Sie macht auch Protect, okay, gut. Oh, Flickering Light. Shield these souls. Ja. Bitte beschilde uns. Okay, Argith. Argith ist mittlerweile Knight. Stand da, glaube ich, gerade. Auch spannend. Macht aber nix. Und Meluda haut gut drauf. So, genau. Der hat irgendwie noch gar nichts gemacht. Wird aber jetzt wahrscheinlich böse Dinge tun. Aber es ist cool, dass Delita Counter hat mittlerweile. Ist ganz witzig, dass die halt auch ihre Fähigkeiten lernen, die wir ihnen ja gar nicht beibringen, aber... Ja. Silence. Ja, doch nicht. Okay. Ne, so dass Argith jetzt mittlerweile ein Ritter geworden ist und so. Das finde ich schon ganz witzig. Okay, Delita zieht sich aus irgendeinem Grund zurück. Das finde ich auch spannend. Ja, am liebsten würde ich natürlich auf den White Mage gehen, aber... Da kommen wir noch nicht ran. Vielleicht auf den hier. Da kommen wir eigentlich ganz... Wobei... Lass mal kurz überlegen. Was würde denn unser Don Doggart machen? Der würde wahrscheinlich hier auf den Typ draufhauen. Mit irgendeinem Zauber, dass er die beiden trifft. Oder auf sie vielleicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch und hauen dem anderen Typen schön in den Rücken rein. Oh, ich habe gerade gesehen, Geralt hat auch noch jetzt Items als zweite Fähigkeit. Das will ich natürlich eigentlich auch nicht. Ramser. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen Meluda beschäftigen. Sie kann parieren, okay, aber hat sie gerade nicht. Genau, Thunder, aber da können wir gerade noch nicht so viel machen. Ich würde ihn ungern eigentlich neben Meludia stellen, weil die dann auf jeden Fall angreifen wird. Schwierig, schwierig. Aber von hier aus hat er, glaube ich, nicht genug Range, um da... Ja, ich werde es mal versuchen, komm. Geht das hier? Das würde gehen. Okay, dann machen wir das. Und du, was machst du denn? Was macht sie denn eigentlich? Uns geht's halt gerade eigentlich noch sehr gut. Das heißt, Heilung brauchen wir nicht.
Ja, sie könnte hier oben ansonsten auch mit einfach mit dem Stab draufhauen. Wir wissen ja, der haut auch gut rein. Ah, sehr gut. Und der Zauber geht direkt durch. Ja. Das, was er sagt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wird es wahrscheinlich schon sein für ihn, ja. Schön, schön. Oh, und sie redet mit uns. Wie könnt ihr Adligen so leben, wie ihr es tut, und trotzdem eure Köpfe so hoch erheben? Wir sind doch kein Vieh, wir sind Menschen. Wir sind nicht weniger wert als ihr. Was für einen Fehler seht ihr denn in uns? Dass wir zwischen verschiedenen Mauern als ihr geboren wurdet? Wisst ihr eigentlich, was es bedeutet, Hunger zu haben? Für monatelang von nichts zu überleben, außer Brühe und Bohnen? Warum müssen wir denn verhungern, damit ihr fett werden könnt? Ihr nennt uns Diebe, aber ihr klaut doch von uns das Recht zu leben. Du? Nicht weniger menschlich als wir? Ha! Na, das ist ja mal ein, verwegener Gedanke. Du bist weniger wert als wir, seit dem Moment, als eure niederer Vater auf eure Mutter gefallen ist, in welchem Schmutz auch immer. Oh Gott, ey. Ihr seid Vieh seit dem Moment, als ihr... seit dem Moment, als die Welt in gewöhnlichem Blut gebadet wurde. Nein, als ihr auf die Welt gekommen seid und von gewöhnlichem Blut umgeben wart, sozusagen. Also bei der Geburt. Sehr, sehr üble Sachen, die der Argus da von sich gibt. Aber wer hat das entschieden? Wer entscheidet solche absurden und faulen, schlechten Dinge? Das ist der Wille des Himmels. Ah ja, das ist immer die perfekte Ausrede für solche Ungerechtigkeiten. Das ist Gottes Wille. Das passt doch immer. Der Wille des Himmels? Ihr werdet eure, Bigotry, also eure Feindlichkeit oder eure Heuchlerei, Bigotterie, also auf die Götter schieben? Kein Gott würde eine solche Sünde vergeben und schon gar nicht für eine solche Sünde stehen. Alle Menschen sind gleich in den Augen der Götter. Menschen, ja, aber die Götter haben keine Augen für Vieh. Oh, du dreckiges Dreckschwein. Du sprichst von Teufel, nicht von Göttern. Sehr coole Dialoge hier. Ramsa, ist diese Frau wirklich unser Feind? Ja, ne, das ist halt auch, das ist so cool, wenn man halt hier diesen Kampf vollführt und sich denkt, eigentlich bin ich voll auf ihrer Seite, sie hat total recht. Warum bekämpfen wir sie? Warum ist Argus, warum kämpfen wir mit dem Trottel? Der steht ja irgendwie für alles, was schlecht ist in dieser Welt. Eigentlich sollten wir doch irgendwie, auf der anderen Seite stehen. Und genau so ist es. Und er wird wahrscheinlich, ja, das habe ich mir schon gedacht. Und Delita erkennt es irgendwie auch so langsam, dass es irgendwie, dass das, was die sagen, was diejenigen sagen, gegen die wir kämpfen, gar nicht so falsch klingt. Sehr gut. Delita taucht ab. So, das können wir treffen. Ja, war es das für dich? Und, den würde ich hier eigentlich auch noch... Ich sehe gerade nicht, wohin wir uns begeben können. Da anscheinend nicht. Ja, na gut, dann gehen wir Richtung Meludia. Ich sage mal, wenn einer von denen jetzt überlebt, ist ja auch nicht so schlimm. Können wir sie hier angreifen? Oh, böse. Auch auf den Kopf. Das tut mir wirklich leid. Okay.
Okay, ne, er hat auf jeden Fall irgendeinen anderen Stab. Ich habe ihm einen anderen Stab gegeben. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, ist die Frage, kommen wir hier nochmal... Du könntest ihn nochmal heilen, aber... Ich glaube, ja, die Sache ist eigentlich... Würde ich sagen... Vorbei. Vielleicht hier so... Und hier so... Kriegt er nochmal eine kleine Heilung, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, und Argus wird es jetzt zu Ende bringen, denke ich mal. Das ist natürlich auch passend, ne? Ja, dann nimm dein Level ab. Legt eure Schwerter nieder. Ja. Euer Leben wird verschont, wenn ihr euch uns nicht widersetzt. Ist auch ein fairer Deal. Ist auch schön, wenn man sowas anbietet, nachdem man alle abgeschlachtet hat. Noch ein Eisenschwert. Bronzeschild. Sehr gut. Das ist doch genau das Richtige für unseren Geralt, ne? Aber ja, genau. Sie lebt ja noch. Meluda. Für euch bin ich nicht mehr als nur Viehzeug, oder? Also schlagt meinen Kopf ab und dann bringen wir es hinter uns. Glaubst du wirklich, dass wir so abgedroschen sind und so fool sind? Tu es, Ramsa. Sie kämpft als eine Leiche. Lasst sie doch auch eine bekommen. Achso, weil sie von der Leichenbrigade ist. Argus, Argus, Alter, du bist so ein... Es ist unfassbar. Sie ist ein Feind und ein Verräter. Ein Gegner des Hauses Beowulf. Die Welt hat keinen Platz für solche abtrünnigen Vibesbilder. ihr Anspruch auf das Leben ist abgelaufen. Verschone sie nun... you place a seal on the warrants of your own deaths. Ach so, und du unterschreibst dein eigenes Todesurteil. Es ist entweder sie oder wir, Ramsa. Schlag sie nieder. Man kann es versuchen, drehen und wenden, wie man will, Ramsa, aber ich kann einfach nicht glauben, dass diese Frau unser Feind ist. Hast du komplett den Verstand verloren? Diese Frau ist kein Viehzeug, genauso wenig wie du oder ich. Du wirst dich gegen unsere Bewegung stellen, Delita? Ah, ich hätte so viel erwarten sollen von dir. Ihr gebt mir nicht mal die Gnade eines ehrenhaften Todes. Ich verfluche euch und euer Mitleid. Solange ihr den Namen Beowulf tragt, werdet ihr immer ein Gegner von mir sein. Ihr solltet euch dessen bewusst sein und euch daran erinnern. Und dann schleppt sie sich fort. Bevor Argus ihr noch Schlimmeres antun kann. Delita, was haben wir getan? Und Delita schüttelt den Kopf. Und Argus wendet sich ab. Ich verfluche dein Mitleid in der Tat. Ah, cool. Und wir lernen so langsam, dass es hier unterschiedliche Ideologien auch innerhalb unserer Gruppe gibt. Nicht nur innerhalb der Leichenbrigade. Und dass sich so langsam ein Keil hier in unser kleines Grüppchen reintreibt. Und wir sind wieder in Egros im Haus oder im Schloss der Beowulfs. Und Teetra. Nein, ich werde nicht gehen. Lasst mich frei. Und hier Gregoroth. Beeilt euch. Und Alma, unsere Schwester. Ihr tut mir weh. Lasst los, Saalbach.
Oh, Saalberg macht keine halben Sachen. Zeit zu verschwinden. Alma, bist du unverletzt? Ja, mir geht's gut, aber Tietra. Ja, ja, ich weiß. Bruder, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Alma, geht's dir auch gut? Sie haben mich nicht verletzt, aber du blutest. Ich hätte in keinem Fiebertraum der Welt gedacht, dass die Brigade so unvernünftig wäre, uns hier zu attackieren. Sie müssen es auf mich abgesehen haben. 5 von unserer Wache sind erschlagen und Tietra wurde gefangen genommen. Findet sie. Untersucht jede Unterkunft und jede noch so kleines Schlupfloch, wenn es sein muss. Bitte, Bruder, du darfst nicht sprechen. Verdammte Rebellen. Dystok. Irgendwer, komm. Komm ran. Euer Herr braucht Hilfe. Und Tietra, die Schwester von Delita, wurde gefangen genommen. Anscheinend von der Corps Brigade, obwohl wir das nicht genau gesehen haben, wer das jetzt war. Aber sie haben dieses Grün getragen. Von daher, ja, ist das relativ offensichtlich. So, dann schauen wir doch nochmal, ob wir noch irgendwelche... Ach ja, auf jeden Fall. Ramsa, du hast schon das Eisenschwert und den Buckler, aber du hier... Du hast noch das alte Broadsword, das ist natürlich Quatsch. Du kriegst hier ein schönes Eisenschwert. Und ich dachte, wir hätten noch einen Buckler bekommen. Anscheinend nicht. Ach, hier ein Bronzeschild haben wir bekommen. Ah. Ja gut, da bist du natürlich nur die zweite Wahl, mein Freund. Das tut mir sehr leid. Aber natürlich kriegt Ramsa das Bronzeschild. Und... Achso, ich kann doch einfach hier durchswitchen, ne? Das ist, glaube ich, einfacher. Und du kriegst jetzt aber den Buckler. Ansonsten... Ja, hat sich hier nicht so viel... Ah, ich hatte ihm den Thunder Rod gegeben. Okay, guck mal, ich bin doch gar nicht so doof. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal etwas. Und du hast immer auch den, genau. Okay. Ansonsten... Abilities... Achso, ja, Abilities. Ich wollte... ihm noch die Items rausnehmen und dann lieber die Fundaments rein, genau. Du hattest Funda, genau, dann haben wir jetzt nur noch, ja, nur noch sie hat die Items, ja, das ist okay, dann haben wir zumindest einen noch, weil einer sollte auf jeden Fall immer Items benutzen können. Wobei sie kann gar nicht so viele benutzen, ne? Und jetzt nochmal schauen, die war ja Chemist. Ja, halt Potions, Eye Drops. Da müsste sie eigentlich ein bisschen mehr noch lernen, würde ich sagen. Da müssen wir halt, müssten wir eigentlich nochmal irgendwie sie entweder zum Chemist machen oder jemand anderen. Weil das wäre mir gerade wichtiger, denke ich, als der White Mage. Sie kann ja trotzdem weiterhin diese... Das ist ja das Coole an dem Spiel, sie kann ja trotzdem weiterhin diese Fähigkeiten benutzen, aber kriegt dann eben keine Jobpoints als Weißmagierin. Aber ich glaube, Chemist wäre eigentlich gerade noch besser für sie. Weil hier so High Potion, X Potion einsetzen später, das wäre schon nicht schlecht. Ja, dann machen wir das mal. So leid es mir tut, du wirst wieder ein Chemiker. Und die kriegt ja dann, genau, sie hat ja dieses Blind Knife, haben wir ja bekommen, was ja auch ganz cool ist. Boah, das ist doch gar nicht schlecht. Und dann hat sie den Leather Plate, ja. Okay. Und Items und White Magic. Oder, ja, wir könnten ihr natürlich auch Fundaments geben. Aber... Du.
Geben wir White Magic oder Fundaments? Ich glaube, wir geben ihr erstmal Fundaments. Ja. Ich werde sie ein bisschen off, also nicht jetzt offscreen, sondern jetzt in den nächsten Kämpfen sie ein bisschen nochmal Chemist leveln lassen. Ja, er ist hier eigentlich, mit ihm bin ich sehr zufrieden gerade. Der hat echt gut abgeliefert in den letzten Kämpfen. Also Black Mage. Oder er hat ja schon wieder 200 JP hier bekommen. Poison ist vielleicht auch nicht blöd. Flare und Death ist alles sehr gut. Arcane Strength ist... Ah, einfach mehr Schaden. Das müsste man dann austauschen gegen JP Boost. Ja. Ich würde sagen, wir bringen ihm erstmal Thandara bei, oder? Ja, komm. So, Squire, wie gesagt, haben wir nix. Bei dir war da noch was? Achso, du bist ja jetzt mittlerweile Ritter. Gut, Parry. Nee, also da belasse ich es erstmal bei Auto Potion, glaube ich. Klar, ab und zu mal was blockieren ist natürlich auch nicht schlecht, aber. Und bei Ramsar war da noch was? Mal gucken. Er könnte mittlerweile auch Black Mage ein bisschen was lernen. Hier, Ritter, jetzt könnte er mal einige dieser Rant Abilities, aber ich sag mal hier so Equip Heavy Armor und so, das ist gar nicht schlecht, wenn man später irgendeine Klasse hat, die keine schwere Rüstung tragen kann, wie irgendwie Mönch oder so, nehme ich mal an. Aber da muss man halt auch dafür JP Boost oder so aufgeben. Ich bringe ihm mal Parry bei, komm, so jetzt. Ist vielleicht sinnvoll. Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall, oder wir zusammen, ihr und ich, haben guten Progress gemacht. Ordentlich was geschafft. Es hat großen Spaß gemacht. Vor allem nach diesem Desaster in der letzten Folge und den ganzen Toden, die wir dort erlitten haben, war das hier eine ganz nette Abwechslung. Und ja, ich bin sehr froh, dass es so gut funktioniert hat. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß mit diesem Projekt. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy Tactics: The Lion War of the Lions. Und bis dahin, ciao, ciao!